Und können natürlich damit anfangen, was wir wollen. Das ist natürlich in Arena oder in den Cups nicht so. Es ist schon so, dass die Mechanics an sich insgesamt sehr wichtig sind. Aber insbesondere würde ich sogar meinen, und ich würde mich tatsächlich so weit aus dem Fenster lehnen, dass... So, ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. In einem der letzten Videos habe ich euch gefragt, ob ich denn ein Video bringen soll zu dem Fighten in Fortnite. Und dazu gab es extrem viele Kommentare, extrem viele positive Kommentare. Und deswegen ist es heute soweit. Bevor wir damit aber so richtig loslegen, Leute, würde es mich sehr supporten, wenn ihr meinen Creator-Code AlviVB im Itemshop eintragen würdet. Oh, meiner ist sogar gerade draußen tatsächlich. Das ist so, dass alle 2 bis 3 Wochen der Creator-Code rauskommt. Und schaut mal nach, ob meiner noch drin steht. Kann sein, dass er jetzt draußen ist, weil eben jetzt vor kurzem der neue Monat begonnen hat. Dann kurz annehmen, wirklich dauert immer nur eine ganz kurze Sekunde. Das sind nur 6 Buchstaben, die man da eingeben muss. Sonst könnt ihr den Kanal natürlich noch kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen, denn ich gebe mir sehr viel Mühe bei meinen Videos. Und sonst natürlich über Likes, Kommentare. Checkt auch sehr, sehr gerne meine Social Medias ab. Auf Instagram, auf Twitter, auf Twitch bin ich immer sehr aktiv. Twitch ein bisschen weniger die letzten Tage, es tut mir leid, hatte nicht so viel Zeit. Aber keine Sorge, das sind nur meistens ein paar Tage, wo ich kurz aussetze und dann auf jeden Fall wieder durchgrinde. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Let's go. Das erste, worauf ich ganz gerne zu sprechen kommen würde, ist tatsächlich das Inventar. Jeder hat natürlich ein Lieblingsinventar, jeder fühlt sich mit bestimmten Waffen irgendwie am sichersten. Und vor allem bei dieser Season haben wir sehr, sehr viele verschiedene Optionen. Nicht nur, dass es diese Tüftlerwaffen gibt, die man eben aufbessern kann, sondern auch jetzt durch den neuesten Update sind natürlich jetzt wieder Tags reingekommen und das verändert nochmal natürlich die ganze Meta des Spiels. Ihr müsst selbst so ein bisschen ausprobieren, was für euch das Beste ist und ihr müsst das natürlich in dem Game, beziehungsweise egal ob es Arena, in einem Cup ist oder was auch immer, müsst ihr dieses Inventar auch anstreben. Ich würde mich an eurer Stelle, wenn ihr ein guter Spieler seid und mit Tag genauso gut umgehen könnt wie Spaß, aber trotzdem das Gefühl habt, dass ihr die Gegner schneller downt mit einer Spaß, und nehmen wir mal an, ihr hättet aktuell in dem Game eine Lina in Tag, naja, dann würde ich mich an eurer Stelle, natürlich wenn es absolut nicht mehr geht und schon wie viel zu weit im Late Game beispielsweise ist, dann ist klar, dass es nicht mehr geht. Aber ich würde mich mit meinem Inventar dann trotzdem noch nicht zufrieden geben, wenn es noch die Möglichkeit gibt, eine Spaß herzustellen oder zu finden. Das kann natürlich passieren, indem man eine blaue Tüftlerpump zum Beispiel findet und die dann aufbessert oder halt tatsächlich, wenn man eine Lilian Attack hat, die natürlich auch gut ist und man auch schon damit confident ist, dass man Gegner pusht und probiert, an eine Spaß ranzukommen. Ihr seht schon, es gibt extrem viele verschiedene Möglichkeiten, so das perfekte Inventar überhaupt während einer Runde auch schon zu erzielen. Aber ich spreche eigentlich aus einem ganz anderen Grund diesen Tippern, und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele während der Runde hinweg überhaupt sich gar nicht klar machen, was für eine Waffe am Ende fürs Endgame im Inventar sein soll. Wie wir alle wissen, das Endgame gibt am meisten Punkte und da sollte man natürlich irgendwo am meisten reißen. Dann fühlt man sich natürlich am sichersten, wenn man Cap-Cap-Cap-Mats hat, die besten Waffen, zumindest die besten Waffen für sich persönlich hat. Deswegen ganz wichtig, macht euch das mal bewusst, was ihr am liebsten spielt, womit ihr euch am sichersten fühlt und probiert diese Waffen, beziehungsweise dieses insgesamte Inventar, während dem Game anzustreben. Damit ist natürlich auch das Healing und alles gemeint. Wenn jetzt irgendwer aus der Zukunft jetzt tatsächlich in dem Fall das Video sieht und er sich in Season 7 oder Season 8 befindet, wo es viele Moving-Items gibt, dann muss man das natürlich auch berücksichtigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn manche spielen natürlich lieber mit mehr Healing im Inventar, manche mit eher weniger Healing und mehr Moving-Items, manche spielen lieber mit P90 statt AR. Ihr wisst ja bereits, in welche Richtung es geht, ne? Kommen wir auch schon zum zweiten Punkt und jetzt geht es um die Optimierung der Mechanics. Im Vergleich zum Creative ist natürlich Arena, was die Mechanics angeht, ja, schon ziemlich unterschiedlich. Denn im Creative haben wir natürlich extrem viele Mats, eigentlich unendliche Mats meistens, und können natürlich damit anfangen, was wir wollen. Das ist natürlich in Arena oder in den Cups nicht so. Deswegen, wenn man zu viel Creative spielt, wie gesagt, zum Warm-Uppen ist es ganz gut, wenn man auch mal nur Lust auf Creative hat einen Tag, das ist auch in Ordnung, aber trotzdem, wenn man in Arena und in den Cups viel reißen will, dann muss man natürlich, wie bereits der Tipp auch schon heißt, die Mechanics optimieren. Und das für den jeweiligen Spielmodus. In Arena extrem viele Mats zu wasten, um jetzt überhaupt auf High zu kommen durch irgendeinen komischen Retake, das wisst ihr hoffentlich inzwischen, das, nein. Deswegen muss man sich so ein bisschen reinfühlen, wie man denn überhaupt in Arena bezüglich den Mechanics zu spielen hat. Da bringt es natürlich nicht, so schnell wie möglich hier hintereinander zu editieren und ganz, ganz viel Zeug zu placen, weil ich meine, das führt ja meistens dann auch irgendwo nur dazu, dass man irgendwie den ein oder anderen Edit choked. Kann vielleicht in Creative nicht so schlimm sein, aber in Arena kann das auf jeden Fall spielentscheidend, beziehungsweise auch, wenn man unbedingt spielentscheidend, aber vielleicht auch fightentscheidend sein, dass man auch, wenn man einen Gegner bekommt, sich deutlich mehr gedraint hat, als man hätte müssen. Deswegen überlegt euch mal, wenn ihr im Creative spielt, dass ihr tatsächlich vielleicht mal nicht nur diese 101-Build-Fights macht, wie man sie so kennt von BHE, sondern vielleicht etwas mehr Realistics spielt. Dann habt ihr tatsächlich auch begrenzte Materialien und dann kriegt ihr vielleicht ein etwas besseres Gefühl dafür. Eines der wichtigsten Sachen, um in Fights dominant zu sein, beziehungsweise dominant auch zu wirken,
ist natürlich auch das Aim. Wenn man natürlich ganz am Anfang auch schon den dicken Hit dem Gegner gibt, dann ist der natürlich schon sehr eingeschüchtert und man hat auf jeden Fall auch mental einen extrem großen Vorteil gegenüber dem Gegner. Das habe ich ja auch schon in mehreren Videos angesprochen. Aber in den Fights, die man so in den Arena-Runden oder in den Cups halt eben hat, da ist es schon so, dass die Mechanics an sich insgesamt sehr wichtig sind. Aber insbesondere würde ich sogar meinen, und ich würde mich tatsächlich so weit aus dem Fenster lehnen, dass allein schon 50% davon das Aiming ausmacht. Und die weiteren 50% die ganzen anderen Mechanics wie das Editing, das Building, etc. Deswegen ist es ganz wichtig, Leute, dass man sich, bevor man in die Arena-Runde oder der Cup-Runde geht, egal wie gut man im Aiming ist, sich 10 bis 15 Minuten mal kurz in den Kreativmodus rüberschwingt und dort eine Map spielt, wie zum Beispiel die Map von Skywalk oder auch im Matchmaking einfach nur diese 101 Aim-Duels. Die habe ich ja auch schon ganz oft in mehreren Videos vorgestellt. Wirklich Leute, das bringt extrem was. Dann geht ihr auch wirklich schön eingespielt, schön warm in die Runden und dann werdet ihr auch wirklich viel weniger Probleme beim Fighten haben, weil egal wie gut der Typ euch im Ease controlled oder sonst was auch immer, wenn ihr dem Typen einen Max Damage Hit gebt, dann bleibt ihm eigentlich fast nichts anderes übrig, als sich einzuboxen gefühlt. Also der Gegner muss weg und ihr seid derjenige, der dann pusht und ihr wisst ja selbst, wie wichtig es ist, derjenige zu sein, der dominiert. Ein ganz wichtiger Punkt beim Fighten ist natürlich die Konzentration, aber nicht nur in dem Fight, sondern eigentlich auch über die ganze Arena-Runde bzw. über die ganze Cup-Runde hinweg. Man darf sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Kleinigkeiten, weil das natürlich dann tatsächlich irgendwo, mental zumindest, oft mal fight-entscheidend sein kann. Bestimmt sagen sich einige in manchen Situationen, oh Mist, jetzt wurde ich einmal dingt, jetzt muss ich mich abboxen, direkt probieren zu healen, ich habe den Fight so gut wie verloren. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn man konzentriert bleibt, kann man das Ganze natürlich irgendwo noch drehen. Der Punkt ist nur, zu dem Anschießen soll es erst gar nicht kommen. Wenn man wirklich sehr konzentriert ist über die ganze Arena-Runde hinweg, dann kann es natürlich passieren, dass man aus einer ganz, ganz weiten Distanz irgendwo mit dem Bow gehittet wird. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Oder irgendwie einen Mini-AR-Hit mitbekommt. Aber das kann man schnell wieder abhealen, wenn es ja aus weiter Distanz kommt. Aber wenn der Gegner ganz, ganz close ist und man wirklich konzentriert ist in der Arena-Runde, dann kriegt man das meistens mit. Und darum geht's eben. Ihr sollt erst gar nicht derjenige sein, der als erstes den Hit bekommt, egal ob in Form von Pump oder egal in Form von AR-Hits. Ihr sollt immer derjenige sein, der zuerst den Damage macht, damit ihr mental auch vorbereitet in diesen Fight reingehen könnt. Wenn ihr jetzt mal aus irgendeinem Grund, ja, derjenige sein solltet, der zuerst gehittet wird und ihr wirklich absolut nichts dagegen tun konntet, weshalb auch immer, weil der Gegner in irgendeinem Busch gecampt hat oder so und das kann man halt einfach nicht sehen, dann kann man wirklich trotzdem, wenn man sich von nichts anderem ablenken lässt während den Arena- und Cup-Runden, diesen Fight absolut noch drehen, indem man einfach clevere Sachen tut. Zum Beispiel hat Matos vor kurzem einen sehr guten Trick gezeigt, indem man sich abboxt, aber hinter die Box verschwindet und darin eigentlich gar nicht ist. Der Gegner probiert die Wall abzubauen und man ganz, ganz entspannt den Gegner Peace controllen kann, einen Hit geben kann und dann ist man auch oftmals schnell im Vorteil. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn man sich abboxt und vor allem nur in einem One-by-One ist und probiert darin dann zu healen, dann hat der Gegner es natürlich sehr einfach, weil er weiß, ach, der probiert sich gerade zu healen, ich habe alle Zeit der Welt, die Wände zu replacen, er hat es gerade schwer, ich kann jetzt gerade total Druck machen. Soweit sollte es natürlich nicht kommen. Auch wenn ihr low seid, probiert nochmal einen Hit mitzugeben, probiert trotzdem nochmal auf High zu kommen. Probiert den Gegner low zu machen, damit er auch healen kann, damit ihr einfach auf demselben Niveau wieder mit dem Gegner seid. Spielt konzentriert, spielt überlegt in solchen Situationen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eine kurze Sache, das ist natürlich jetzt keine Voraussetzung, die jetzt für jeden Fight wichtig ist. Es gibt natürlich Fights, die kann man extrem schnell beenden, ohne wirklich hier groß konzentriert zu sein. Aber es wird euch nicht schaden. Es hilft definitiv weiter. Ich hatte einen guten Kollegen, der mir auch schon ganz oft gesagt hat, Alvi, wie machst du das eigentlich immer in den Tournaments oder in Arena, wenn du Solos spielst oder auch in Duos? Springst du da immer in die Boxen rein? Weil ich meine, bei mir ist es immer so, wenn ich angeschossen werde und ich probiere mich zu healen, dann springen die Gegner immer sofort in die Boxen rein und das ist meistens total dumm, weil oft bekomme ich meine Gegner noch, manchmal bekommen sie mich halt, aber eigentlich ist es doch nicht so intelligent, direkt in die Boxen zu springen. Und ja, tatsächlich, es ist dumm. In Boxen zu springen ist nicht das Cleverste, was man machen kann. Wenn man den Gegner natürlich extrem schon low hat, durch einen Triple-Ding oder einen Double-Ding und man hat ihn cracked und der ist extrem low und es fehlt wirklich nur noch ein kleiner Spaß-Hit, dann, klar kann man in die Box springen, so ist nicht. Aber es geht mir ehrlich gesagt ums Große und Ganze. Es ist sehr unsicher. Und zwar gebe ich euch damit eben den Tipp, dass ihr immer probiert, auf Distanz trotzdem zu bleiben, auch wenn ihr den Gegner schon gedamaged habt. Ihr sollt trotzdem probieren, einen Angle zu finden, den Gegner nochmal zu hitten, weil ein bis zwei AR-Hits, Jungs, es ist nicht so viel Damage. Es ist schon guter Damage, den man erbracht hat, aber es ist halt noch nicht so krass. Deswegen muss man trotzdem noch Druck machen, auch
auf dem Weg zur Box des Gegners hin. Aber auch wenn man da ist, nicht direkt probieren, sich reinzuboosten in die Box, sondern probiert draußen zu bleiben, die Walls zu replacen, den Gegner so ein bisschen Peace controllen, außenrum an der Box schon mal Boxen zu placen, vielleicht oben aufzumachen, dort von oben einen Hit zu geben, vielleicht eine Cone oder eine Treppe in die Box zu placen und so den Gegner dominieren. Das ist viel sicherer und da kann man den Gegner viel kontrollierter besiegen, auf jeden Fall. Anstatt da die ganze Zeit irgendwie wie so ein Flummi in die Boxen zu springen. Das ist ein... Und jetzt noch ein Punkt, der mir am Anfang auch sehr schwer gefallen ist. Aber wirklich, wenn man das einmal realisiert, dann bringt das extrem viel. Und zwar aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, zu akzeptieren, dass man was falsch gemacht hat, zu akzeptieren, dass man es hätte besser machen können, das ist wichtig, aber auch gleichzeitig den Fehler einsehen zu können. Wenn man nämlich versteht, was man falsch gemacht hat, und verlieren kann und aus den Fehlern dadurch auch lernen kann, dann kann man sich ganz, ganz schnell verbessern. Und vor allem in Fights ist das ganz wichtig, weil wenn man einen Fight wegen einem eigenen Fehler verliert, dann ist es besser, als dass, wenn ihr von dem Gegner komplett geschittet werdet und gar nichts dafür konntet. Deswegen führt euch das vor Augen, ganz kurz nochmal am Ende des Videos, als kleiner Denkanstoß, dass es nicht schlimm ist, auch mal am Ende zu verlieren. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Benutzt, wie gesagt, ganz gerne meinen Creator Code IBVB im Item Shop. Abonniert diesen Kanal kostenfrei, falls ihr das noch nicht getan habt. Und noch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Checkt gerne meine Socials ab. Und das soll es gewesen sein. Bis dann. Ciao.